Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr seht, ich bin noch komplett ungeschminkt, weil ich habe bei Amazon diese zwei Blender bestellt. Das sind diese, wenn ihr Niki Tutorials verfolgt, die hat ja diese Mikrofaserblender von Juno, glaube ich, bestellt und benutzt. Und das sind auch diese Mikrofaserblender. Einmal den und einmal den hier. Die sind jetzt noch vollkommen trocken und im Vergleich dazu, das ist jetzt, achtet nicht, wie dreckig der ist, das ist jetzt von der Größe mein NYX Blender, auch trocken und das ist der Dupe zum Juno trocken. Ich würde sie jetzt einmal anfeuchten und mit euch gleich mal meine Foundation auftragen und ich mache auch den mal nass, um zu vergleichen, wie groß werden die eigentlich im Vergleich zum NYX Beauty Blender. Bis gleich. So, meine Lieben, ich habe sie nass gemacht. Das sind sie einmal nass. Sie sind wirklich deutlich größer geworden, wenn man vergleicht. Das ist jetzt der NYX Beauty Blender feucht und das ist dieser Dupe zum Juno feucht. Fühlen sich, wenn man das vergleicht, fühlen sie sich schon merkwürdig an, weil ihr habt ja hier, seht ihr ja dieses Mikrofaser Gewebe drauf und beim NYX habt ihr ja nur so eine ganz einfache Schwammform. Ich trage heute meine Lieblingsfoundation auf. Das ist die Hello Happy Foundation. Und genau, die trage ich am besten. Ich mag diese groben, weil ich glaube, mit dem großen, ja, da kommt man gut an die Flächen dran. Ich mache mir das auf meine Handfläche. Also die Hello Happy Foundation hat eine ganz leichte Deckkraft, ist extrem flüssig, wie ihr sehen könnt. Die will jetzt schon gehen. Und genau. Also ich muss sagen, also schluck kaum Produkt. Schaut mal, wie dunkel das ist. Normalerweise, wenn ich das mit dem Blender mache, ist die Farbe direkt weg. Und hier. Schaut mal, wenn man sich das anguckt, das ist sehr, sehr dunkel. Also da kommt die Farbe schon gut durch. Also normalerweise mit dem Beauty Blender bräuchte ich hier schon den nächsten Pump. Oh mein Gott, also ich bin gerade echt fasziniert und das ist ja nur ein Dupe zum Juno Blender. Also ich habe auch einiges Schlechtes vom Blender gehört, so dass nach dem Reinigen es direkt geplatzt sei, also porös geworden ist. Und ich mache ja gerade eine First Impression mit diesen Dupes. Ich werde euch auch die auf jeden Fall unten verlinken. Aber ich schluck kaum Produkt, also wie ihr seht. Normalerweise brauche ich jetzt schon beim Beauty Blender, also beim NYX Blender, schon einen Seitenpump. Also mir reicht eigentlich diese Masse, die ich euch gezeigt habe, dieser Klecks, reicht mir nicht für eine Seite. Aber ich muss sagen, ich bin begeistert. Also ich mache das jetzt auch auf die andere Seite. Wieder dieser Mini-Klecks. Normalerweise brauche ich beim NYX Blender deutlich mehr. Das Problem in dieser Hello Happy Foundation, da kann ich auch kurz was dazu sagen. Ich mag sie, aber sie hat einen sehr starken Alkoholgeruch. Also wenn ihr das nicht mögt, dann ist die Foundation nichts für euch. Es kann auch sein, dass es an meiner Foundation, dass ich sozusagen eine Montags-Foundation von der erhalten habe, aber ansonsten sie hat eine extrem leichte Deckkraft. Also was man unter leicht versteht, normalerweise sieht man den nicht. Also ich habe auch den fast hellsten Ton bei der Hello Happy. Und also man sieht sie jetzt kaum auf der, also man sieht sie jetzt stärker als sonst. Normalerweise ist sie bei mir stärker. So. Also wenn man sieht, wie schön das eigentlich. Wie schön das eigentlich eingearbeitet ist. Und ich habe mich jetzt nicht wirklich großartig bemüht. Aber schaut mal, wie schön gleichmäßig. Und das Ding schluckt wirklich. Ich habe jetzt nur so zwei kleine Mini-Huckel, was ich eigentlich nur für eine Gesichtshälfte brauche, um dieses Farbergebnis zu bekommen. Also
Ich bin gerade echt voll oft begeistert. Das schluckt kaum Produkt, was mir schon gut gefällt. Und ihr seht, ich habe wirklich nur zwei Mini-Klickschen gebraucht und ich habe schon so eine Deckkraft. Also die habe ich zum Beispiel, wenn ich das mit den Nyx-Blender mache. Ihr seht, da schluckt deutlich mehr Produkt, als wenn man das jetzt vergleicht. Wurde kaum Produkt geschluckt und hier geht eigentlich einiges an Produkt immer rein, obwohl ich schon, also ich liebe den Nyx. Also mein Lieblingsconcealer ist wie bei vielen der Naked Skin Concealer. Den mache ich mir irgendwie immer hier, aber ich mache nur ganz leicht, weil ich habe hier sehr starke blaue Äderchen. Ich will das mal ausprobieren. Also ich mache jetzt wirklich nur minimal. Normalerweise verwende ich mehr, aber ich bin jetzt mal gespannt. Ich nehme mal jetzt den anderen, weil hier an der Spitze fehlt diese Mikrofaserbeschichtung. Es ist nur Dupe, also es ist nicht das Original. Also, ich muss sagen, ich bin hella begeistert von dem. Also, ich habe selten so ein gutes Farbergebnis gehabt, wie jetzt bei dem. Also, ich habe auch mir überlegt, ob ich den Juno Blender mir zulege. Aber dann habe ich halt wirklich sehr viel Schlechtes gehört und auch gehört, dass bei einigen, der wirklich porös wurde, dass bei einigen, der wirklich schon nach dem ersten Waschen angefangen hat, auseinanderzugehen. Und deswegen war ich dann so skeptisch. Ja klar, er kostet nur, ich glaube, 5, 6 Dollar, aber ich blendete euch den Original mal ein, also nicht einblenden, sondern den Preis vom Original, wie viel der kostet, ob Versandkosten dabei sind, weil ich meine, der wird aus England oder Amerika geliefert. Ist auf jeden Fall nicht in Deutschland. Und die zwei guten Schätzchen, also das finde ich halt praktisch, dass der eine hier abgerundet ist und der andere einfach nur rund, also dass man die Auswahl hat. Da bekommt ihr nur so ein, ich meine, der Jude. Ich werde auf jeden Fall einen Pfeil drauf zeigen, welchen von beiden. Also ich meine, der ist der richtige Dupe zum Juno, der ist einfach nur rund. Also ich muss sagen, ich bin hellauf begeistert. Das ist jetzt auch mein First Impression. Und ich finde das Ergebnis wirklich schön. Also ich könnte es da noch weiter aufbauen und weitermachen, aber ich finde dafür, dass diese Hello Happy, also jeder, der Hello Happy Foundations kennt, also die hier, weiß, dass die eine sehr, sehr, sehr leichte Deckkraft hat. Und sieht mal, wie wenig, also man sieht kaum, das Produkt geschluckt worden ist. Und ich bin, schaut mal, ich bin hellauf begeistert, wie er das verblendet hat und wie er die Foundation eingearbeitet hat. Also, das ist echt schön. So, dann habe ich ja noch, den habe ich ja euch im letzten Haul gezeigt, den Alverde Highlighter, Rose Tinted Highlighter. Den setze ich mir mal wie immer hier hin. Sieht zwar viel aus, aber ich probiere mal aus, wie der den verblendet. Also, der geht sehr schnell. Also, wie ich gesagt habe, den muss man schnell einarbeiten, ansonsten hat man, wie ich jetzt. Ich werde zu langsam einen Streifen. Gut, aber ich werde gleich Mascara drauf machen. Aber schaut mal, wie schön er das wirklich ist. Normalerweise, wenn ich das jetzt. Ich muss ja immer von meinem NYX hier ausgehen. Wenn ich das mit meinem NYX mache, der NYX, der futtert ganz schön Produkt. Das muss ich sagen. Aber der? Gar nichts. Also, ich habe jetzt für die beiden 11 Euro bezahlt, also 5 Euro pro Schwamm. Und dafür schluckt er kaum Produkt. Also dafür, dass ich wirklich so wenig Geld, also wenn man das vergleicht, also für den Nix zahlt ihr, glaube ich, 6, 7 Euro. Und für den Juno habe ich jetzt so wenig bezahlt, also Dupe Juno, also
ja kein richtiger Juno-Blender. Und ich muss sagen, also hellauf begeistert, schaut mal, wie allein der Alverde hier verblendet worden ist. Normalerweise habe ich dieses schöne Ergebnis mit den Nix nicht so. Also ich habe ja schon im Haul gesagt, dass man mit dem Alverde sehr vorsichtig, also mit diesem Rose Tinted Highlighter sehr vorsichtig umgehen muss, weil er gerne streifig wird. Aber ich finde, das hat wirklich diese zwei Schwämme haben das gut gemacht. Die fühlen sich halt anders an, das muss man sagen. Es sind halt Mikrofaserschwämmchen, aber wunderschön. So, ich war jetzt einmal kurz weg, weil ich wollte die Blender jetzt mal. Ich finde es schön, also ich habe es auch gerade im Spiegel gesehen. Also es ist echt traumhaft schön verblendet. Mit nochmal herausfordern, das nämlich von Love, diese Bronzing Drops ausprobieren. Wie der die verblendet. Mit denen habe ich immer Angst, wenn man die rauszieht. Die Pipette ist sehr stark drin und ich habe immer das Gefühl, dass er mir das dann überall hin macht, diese Bronzing Drops. Also die muss man wirklich aufpassen, weil wenn man auf die Pipette kommt, kommt auch immer ordentlich was raus. Die sind schon sehr stark. Also mir gefallen die. Ich glaube, im Sommer werden die schöner, aber für den Winter sind die sehr stark. Vielleicht hätte ich nicht. Nee, es geht. Verblendet es mir gut. Ich bin wirklich gerade heller begeistert. Und das ist ja so dunkel, die Bronzing Drops. Oh, hier hätte ich jetzt nicht. Jetzt sieht man natürlich einen Unterschied zu drüben, aber das werden wir gleich mit Puder ausgleichen. Ich habe jetzt die Bronzing Drops extra genommen, weil die ja so dunkel sind. Und ich glaube, auf diesem hellen rosa Ton sieht man das gut. Jetzt habe ich hier natürlich, aber das werde ich gleich mit Puder ausgleichen. Da habe ich ein bisschen übertrieben. Aber auch hier seht ihr, schluckt wirklich gar kein Produkt. Also gar kaum. Also auch wenn ich muss so rangehen, um überhaupt da eine Farbe zu erkennen. Und jetzt gehe ich noch in den Borotint, weil ich wollte heute mal extrem, der ist ja so rötlich. Aber auch hier bei diesem Borotint, der ist echt schön, aber auch gefährlich, genauso wie mit diesem Rose Tinted Highlighter. Ihr seht, ich habe nur zwei Mini-Tropfen drauf gemacht und ihr seht, wie stark das ist. Seht ihr das? Ich muss das gleich mit Puder ein bisschen ausgleichen, weil ansonsten habe ich den ganzen Tag so eine rosa Backe. Aber hier, er saugt wirklich kaum Produkt. Normalerweise, wenn ich diese zwei Mini-Tröpfchen drauf mache, habe ich so ein Ergebnis. Also so wie meine natürlich, aber nicht so eins. Auch das andere auf der anderen Seite. Seht ihr, ich düpp's nur rein. So. Also ich bin wirklich hellauf begeistert von diesen Blendern. Ich verlinke sie euch wie immer in der Infobox, wo ihr sie bekommen könnt. Weil ihr bekommt zwei. Also zwei Stück für 11 Euro oder 12 Euro. Klar, die Lieferung hat jetzt gedauert, das dauert auch. Aber schaut euch das Ergebnis an. Also ich guck mal nah dran. Also es ist echt alles super verblendet, es ist super eingearbeitet, ebenmäßig glatt und die saugen kaum Produkt. Also was kann ich dazu noch anderes sagen, außer Top-Produkt. So meine Lieben, ich habe mich gerade nochmal im Spiegel angeguckt, weil in der Kamera sieht es immer ein bisschen anders aus als im Spiegel. Ich muss sagen, diese zwei Hübschen sind traumhaft. Also ich werde sie
jetzt auch weiterhin benutzen. Also ich finde, klar, der Versand, der dauert ewig und 3 Tage. Die kommen aus China direkt, aber es sind Mikrofaserschwämme, was komplett anders ist als zu meinen geliebten Nix-Schwamm. Sie kommen sehr nah, weil schaut mal, wie viel, das ist einmal schminken mit dem Nix. Und das ist einmal schminken mit diesem Mikrofaser. Also ich habe jetzt alles mit den beiden Schätzchen hier im Gesicht gemacht. Und ich muss sagen, sie haben toll verblendet. Sie sind weich, sie sind größer geworden. Ihr könnt sie auch im trockenen Zustand verwenden. Das schreibe ich euch hier rein. Ich glaube, pudriger. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schreibe ich euch, wofür nass, wofür trocken rein. Und also, ich weiß nicht, ich bin hellauf begeistert. Ihr habt eine Kaufempfehlung von mir für diese beiden Schätzchen. Also, ich finde sie schön. Genau. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Däumchen nach oben würde mich freuen. Auch über ein kostenloses Abonnent würde ich mich freuen. Und dann vergesst nicht, die Glocke einzuschalten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye bye.